Dr. Schnackes, Freund von Dagelmanns Lied. Dr. Schnackes, Freund von dem Nesserei-Boot. Dr. Schnackes, die Arbeit fangt von an. Dr. Schnackes, flieg zu den Sternen mit ihm. Dr. Schnackes, er weiß den Weg auf zum Ring. Dr. Schnackes, bau ne Maschine für uns. Liebe Shisha-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir. Ja, ihr habt den Vorspann schon gesehen, Dr. Schnackes, vielleicht kennst du eine von oder andere noch von eurer Kindheit. Ich habe jetzt auch angefangen, meinen eigenen Tabak zu machen. Ich habe es probiert, mit viel Hilfe vom Kaschmir Hans, danke dafür. Gadur hat mir auch geholfen, danke Gadur. Ja, und ich habe den Tabak Schnackes Tabak genannt, weil einfach Dr. Schnackes mein absoluter Kindheitsheld war. Ja, und ich finde, der ist es würdig, dass mein Tabak so heißt. Nein, also okay. Kommen wir mal zum Schnitt. Also ich blende ihn euch hier ein. Ja, es ist ein ziemlich feiner Schnitt. Schon vergleichbar mit Fantasia, was eigentlich nicht so gewollt war. Weil ich eigentlich wollte, dass man den Tabak auch Overpacking rauchen kann. Aber er ist auch sehr feucht geworden. Naja, also ich bin nicht so zufrieden damit, aber ich denke, es ist ein feiner Schnitt halt, ja. Wer feine Schnitte mag, für den ist der Schnitt in Ordnung. Ja, kommen wir doch mal zum Geruch. Übrigens, der Flavor heißt Cassis, das habe ich ganz vergessen. Die Basis für den Tabak war dieser Sirup hier. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, den gibt es in Frankreich zu kaufen. Ja, Cassis ist einfach so eine schwarze Beere, ja genau. Vielleicht kennt ihr es hier. Und ja, so ein Tabak gibt es nicht oft von Hokka oder so, gab es mal einen, aber ich wollte halt meinen eigenen machen, weil ich den Sirup auch mag. Ja, das habe ich da einfach auch versucht. Ich rieche jetzt einfach mal dran. Also der Tabak riecht ziemlich mild. Man riecht noch viel von dem natürlichen Virginia Gold Tabak. Und es kommt so eine leichte Süße mit und man riecht einfach auch dieses Cassis raus als diese schwarze Beere. Ja? Ja, dann kommen wir doch mal zum Rauch. Ja, ich rauche im Sapphire Hotshot, da ich den halt immer jede 2-3 Tage mal probiere, wie das sich entwickelt. Ihr seht schon, der Rauch ist eigentlich ziemlich gut. Sehr gutes Rauchergebnis, wie ich finde. Ich bin ziemlich zufrieden damit, aber das ist jetzt auch nicht so schwer hinzubekommen. Da braucht man ja im Prinzip nur Glycerin für. Ja, dann kommen wir doch mal zum Geschmack. Ja, also ich muss sagen, ich finde, der Tabak ist auf jeden Fall nicht misslungen, aber auch nicht hundertprozentig gelungen. Ich finde ihn aber dennoch ziemlich lecker. Der Sirup ist auch gar nicht so intensiv und deswegen schmeckt der Tabak auch nicht so intensiv. Was ich aber mag, ist, dass man so eine leichte Tabaknote, dieser milde Virginia-Tabak, den schmeckt man so ein bisschen raus. Ja, dazu kommt noch so eine ganz leckere Süße und die Beere, diese Cassis, diese schwarze Beere, die kommt richtig gut raus. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die so gut in einem Tabak rauskommen kann. Ja, ich bin eigentlich schon recht zufrieden damit, für das, dass es mein erster Tabak ist, denke ich, der mir recht gut gelungen. Ja, kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit. Also, ich war der Letzte, wo es meinen eigenen Tabak bewerten wurde. Ich kann nur sagen, ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe den Flavor, denke ich, ganz gut getroffen. Ja, und ich schicke noch Kaschmir Hans und ein Gadur, schicke ich noch ein bisschen was von dem Tabak zu, dass die auch noch ein Review machen können. Und dann hat man ja auch mehrere Meinungen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Tabak zum Endeffekt rauskommt. Ja, danke. Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Und was ich euch noch sagen wollte, wenn es euch interessiert hat, wie ich den Tabak gemacht habe mit Sirup und Glycerin,
Ist eigentlich relativ simpel. Dann schreibt doch einfach einen Kommentar drunter. Ich kann ein Tutorial mal machen, wenn ihr darauf Lust habt und ich mal Zeit finde. Es muss halt, ja, es muss halt Leute geben, die sich dafür interessieren und dann mache ich auch eins. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich über ein paar Abonnenten freuen. Danke für die 10 Abonnenten, die ich gestern bekommen habe. Ich habe wirklich bis jetzt eine tolle Unterstützung erfahren. Ja, und in dem Fall wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend und noch viel Spaß beim Blubbern. Tschüss Leute, macht's gut.